Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich will jetzt gleich da über die Brücke, aber ich will erstmal gucken, ob hier noch jemand Neues ist. Und dann würde ich vermuten, dass wir heute, okay, hier ist nichts, heute in der Folge wahrscheinlich die letzten Höhlen hier schon abgeklappert haben. Das wäre jetzt nur die einen da oben und die drei hier ein bisschen mittig. In dem einen war ja dieses eine Schwert, die Drachenschimmel. Alter. War das laut. Muss das so laut sein? Ja, genau. Hier ist dieses Problem. Und jetzt ist die Frage, sind hier Echsenmenschen? Eigentlich bin ich von ausgegangen, dass hier vielleicht mal ein Drache auftaucht. Hier sind Echsenmenschen. Hier ist ein Echsenmensch. Nichts zu holen. Ein Echsenmensch. Gibt's hier mehr Echsenmenschen? Ich wünschte, ich könnte hier mehr sehen. Aber es ist so dicht hier. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja, ich will nur dessen Schwerter. Den. Und vielleicht noch mal ein Heil-Dings hier, einen Heilzauber nutzen. Den. Der ist verbraucht, dann den hier jetzt. So. Nochmal speichern und dann gehen wir weiter rein. Ach, das Schwert kriegen wir später. Von wo? Oben, unten? No. Okay, da waren ein paar viele. Nochmal speichern. Den haben wir gekillt. Ja, oh, das ist ein bisschen viel. Das ist wirklich ein bisschen viel. Da kommt schon der nächste. Jo, trifft den doch. Ich reg mich gleich. Ich will mich nicht aufregen.
speichern. Waren sehr viele. So, jetzt brauchen wir definitiv Heiltränke. Nochmal speichern und dann gehen wir weiter hoch. Hier werden eh nur noch die Schwerter rumliegen. Gleich. Die despawnen ja wenigstens nicht. Und wo kamen die alle? Sind die wirklich den ganzen Weg hier durchgerusht? Aufregen. Okay. Von hier haben die keinen Ding. Umdrehen, umdrehen! Es läuft irgendwie nicht so, wie ich das möchte. Speichert nochmal hier. Nicht fluchen wegen YouTube, wegen Link. Okay, der erste. Der hat's geschafft. Speichern. Hier haben wir noch ein Drachenei. Und noch eine Stein. Hier war noch eine Steintafel. Was für eine? Lebensenergie. 15. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ein grobes Schwert habe ich auch noch übersehen gehabt. Wir waren doch hier schon mal drinnen.
war ja von Minecrawlern eine Höhle. So. Das nehmen wir auch noch mit. Nochmal speichern, bevor wir jetzt auch noch da runter gehen. Ah ja, stimmt. Hier war ja das hier. Okay. Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wofür das ist. Zu weit weg. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Stimmt, da war ja was. Okay, hier haben wir auch nochmal das Drachenei. Wie viele haben wir jetzt? 8. So. Ach komm, wir finden bestimmt nochmal einen Schlafplatz. So, wo ist nochmal die Brücke? Die müsste da hinten irgendwo sein, ne? Den Weg will ich mal nicht gehen. Vor allem auch, weil wir da nicht lang müssen. Zumindest gerade aktuell. Apropos, wie viel fehlt uns noch? 5000? Nicht einmal. 4070. Dann hätten wir wieder die nächste Stufe. Und nochmal, dann könnten wir zweimal Stärke investieren. Bevor wir uns dann auf die Jagd nach den nächsten Drachen machen. So, apropos. Genau, hier vorne müsste gleich die nächste Höhle sein. Aber hier gibt es keinen Schlafplatz, würde ich behaupten. Ich würde vorsichtshalber doch nochmal ein paar Heiltränke zu mir nehmen. Warte mal, ich nehme mal die. Dann hier. So, und speichern. Da ist die Höhle. Stimmt, das war die Höhle mit den Schattenkriegern, wo auch die Drachenschneide drin war. Und die, genau. Ah, ich glaube, diese Karte war da, damit man die Drachenschneide auch überhaupt erst findet. Obwohl, wir hatten ja auch ein paar Dings gehabt, die das verkauft haben. Da leuchtet es jetzt ganz komisch. Hier ist irgendwo noch eine Höhle? Ach ne, die ist wahrscheinlich den Weg runter. Ach stimmt, das war ja, hier, wie heißt das Ding da nochmal? Sonnenkreis oder so. Ah stimmt, und dann ist die eine Höhle hier unten direkt der Weg gemeint, wenn ich den Weg erstmal finde. Wo war denn der Weg? Hier war doch irgendwo eine Treppe, oder nicht? War hier nicht mal eine Treppe? Hier war doch mal eine Treppe. Da ist sie.
Alter, diese Gekrabbeln, das. Warum ist das so laut? Unangenehm laut. Oder ist hier vielleicht noch eine Höhle? Nope, sieht nicht nach Höhlen aus. Okay, aber jetzt noch einmal kurz auf die Map gucken. Ja, das ist wahrscheinlich die Höhle, die jetzt direkt hier unter uns ist. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die damit gemeint. Die hier. Ich gehe erstmal hier runter. Medarion? Ein Blatt. Warum ist Medarion hier tot? Der hat einen Brief gehabt. Ein Blatt Papier. Na jetzt ernsthaft, warum war mit Darion hier tot? Drachenei. Wir müssen einmal nach Jahrkinder zurück. Und gucken, was, wo ob Medarion ist das nun ein Fehler? Muster? Warum ist er tot? Okay, eine Höhle müssen wir noch finden. Genau, da haben wir das verbackte Ding da. So, ich speichere noch einmal, weil wir hier... Ey, das... Mit Medarion, das... Das tut mir ein bisschen im Herzen weh. Das ausgerechnet er hier jetzt drauf gehen musste. Welche Höhle muss hier sein? Ah, warte, ich glaube, ich weiß welche. Die hier so ein Mineneingang irgendwo war. Ne? Hier, das da. Ich sehe nicht, ich muss wirklich auf den Bildschirm gucken. Oder warte mal. Okay, hier gab es sonst nichts. Außer jetzt nur noch diese Kurbel. Ich speichere einmal, bevor wir da reingehen, und dann benutze ich die Kurbel. Nicht, dass die Kurve gleich wieder runtergeht. Die Winde. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Gibt's hier nichts dafür?
Muss ich irgendwie was finden dafür? Liegt hier irgendwas rum? Die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber hier liegt ja so viel Totes rum. Schürhaken. Pfeile. Kurzbogen. Noch ein Kurzbogen und noch ein Pfeil. Ich glaube, das mit dieser Mine, in dieser Höhle, wird später nochmal relevant. Heilkraut. Okay, dann gehen wir einmal zu Ona. Wieder zurück. Also nicht direkt zu Ona, sondern zu Bennett. Mondturmburg, Kloster, Großbauern. Fehlt uns noch viel zu viel. Aber wir reden mal mit Bennett. Nehmen wir jetzt 8 von den Dingern, von den Eiern. So etwas nie erlauben. Er hat auf jeden Fall. Ist das wirklich wahr? Interesse an weiteren Dracheneiern? Interesse an weiteren Dracheneiern? Klar. Ich habe hier noch welche. Ich denke, du wirst jetzt nicht mehr viele finden. Ich weiß ja auch schon bald gar nicht mehr, wohin mit den Dingern. Ach ja, hier, dein Geld. Okay, haben wir alle gefunden. Warum er sich so aufregt. Okay, nice. Dracheneier. Einer der Drachen faselte irgendwas von Nachkommenschaften und bestand seiner Ahnenreihe. Ich bitte, sie haben ihre Blut über die ganze zivilisierte Welt verteilt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich will meine Fähigkeiten. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Du hast das nicht gewusst. So, Stärke nochmal hier 1 und 2. Das wundert mich. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Nice. So, wie sieht's aus? Stärke bei 157. Am selbst ist das da nicht drauf gekommen. Das hätte er auch selbst. So, dann würde ich sagen, wir können bei ihm noch mal ein bisschen was. Er hat Kreislaufprobleme? Elena, wir können da bestimmt bei ihr noch mal was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Heiltrank am besten. Pfeile brauche ich nicht. Eintopf. Ja gut, die Dingenswaffen hier. So, das zum Beispiel. Ich habe so einiges gehört. Ist das wirklich wahr? So, das kann weg. Schürhack kann auch weg. Meinst du, an mir geht es besser? Pfeile brauchen wir ja nicht. Schwarzes Erz. Heilung der Besessenheit. Oh, sie haben Apfel. Also komm hier nicht. Kann man sich nicht drauf verlassen? Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Gürtel des Feuerläufers? Wenn das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Es war genauso, wie du sagst. So, Drachenblut. Wir haben den Dovahkiin bei uns. Meine Meinung will ja keiner hören. So, Blutkelche müssen wir auch noch machen. Ich habe mir das schon gedacht. 14 Erze haben wir. Fell eines Schattenläufers. Schafsfell. Zähne. Noch mehr Wagfell. Kann ich nicht gebrauchen. Das war doch schon vorher klar. So, warte mal. Meine Meinung will ja keiner. Kann ich. Mehr. Da war ein Silberding, okay. Die hatte das nicht. 50 Gold. Und nochmal 50 Gold. Das hab ich ja nicht, du hast das nicht gewusst. 300 Gold. Das kann ich auch nicht. Okay. Einmal nochmal verkaufen.
Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Ja, ich will nur noch mehr verkaufen. So, das. So, und dann würde ich mich noch einmal hinlegen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe mir das schon gedacht. Alter, Medarion ist einfach mal tot. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich den einfach da tot rumliegen will. Was hat er da eigentlich zu suchen gehabt? So, kann ich mich so zu den Dingen hier teleportieren? Zu den Wassermagiern. Das höre ich zum ersten Mal. Großbauern, Kloster, Burg, Dämonenturm, Torines, Miental, Hafenstadt, Taverne. Das kann ja nicht Zara. Ewig so weitergehen. Nein, kann ich mich nicht einfach so dahin porten. Da kannst du eh nichts. Dann machen wir Folgendes. Wir haben hier so einen Geschwindigkeitstrank. Das war doch schon vorher da. Rennen wir dahin. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Dann gehen wir einmal nach Jagd da. Ich will jetzt wissen, was mit Dings passiert. Also ob Medarion da noch irgendwie zu finden ist. Weil ich kann es irgendwie nicht glauben, dass er hier tot rumliegt. Und ob ich dann zumindest Dings hier davon berichten kann. Mit dem reden wir später, mit Buster. Ist das wirklich wahr? Wegen den Schattenläuferfällen. Das habe ich früher auch gemacht. Aber jetzt will ich wissen, was mit, wieso das jetzt mit Medarion passieren musste. Und wir müssen auch noch die eine Höhle nochmal wiederfinden, wo ich kein Dings gefunden habe. Wo ich kein Drachenei gefunden hatte. Weil ich glaube, der fehlt uns noch. Aber der Landstreicher, der ist nicht mehr da. Genauso wie der, die beiden Landstreicher. Die waren jetzt beide weg. So, und da wären wir auch schon. Wir dürften jetzt auch gleich nicht mehr rennen können. Ja, aber das mit Medarion, das nimmt mich schon ein bisschen mit. Okay, wir können noch ein gutes Stückchen rennen. So, für den Fall, dass es abschmieren sollte, speichere ich einmal.
So. Rennen wir einmal durch. Was ist denn hier passiert? Nichts zu holen. Skelette? Okay, die sind noch da. Kronos ist noch da. Satoras? Ich habe die Gefangenen befreit. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Was werdet ihr nun tun? Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Ardanos möge dich schützen. Riordan? Hey. Du bist tot. Ich habe deine Leiche gesehen, Digga. Nefarius. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Ich guck einmal so. Gibt's hier neue Viecher durch den Kapitelwechsel? Ja. Gut, wir werden dann jetzt noch ein Weilchen dann in Jagenda verbringen und hier die ganzen Viecher mal jagen, weil wir brauchen die Erfahrungspunkte, wir brauchen die XP, weil wenn wir uns schauen, hier Stärke, also für die nächste Stufe bräuchten wir einiges, aber für Stärke, um es auf 160 zu kriegen, brauchen wir noch einiges. Und danach würde ich mich auf Armbrust fokussieren. Sobald wir das auf 160 haben. Aber es ist jetzt hier wieder gut an Gegnern da. Würde ich sagen. Und dann machen wir hier einmal ganz Jagenda nochmal frei. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.